Moin, hallo und willkommen zurück zu Subnautica. Ich gucke gerade mal hier bei dem Wrack, was wir eigentlich schon begutachtet hatten. Hatten wir hier eigentlich noch irgendwas, was wir noch nicht hatten? Musste ich hier noch irgendwas aufschneiden? Achso, warte mal, wo ist denn das Schneidgerät? Da. Ich mach das mal auf die 3. Gucken wir mal. Taschenlampe wäre noch ganz toll. Auf die 2. Die Tür konnten wir aufmachen? Nee. Die brauchten wir nicht aufmachen, ne? Da hatte ich schon alles aufgemacht. Da waren wir schon drin, ne? Ich glaube, hier hatten wir alles. Ich guck grad nochmal. Passing 100 meters. Ja, hier. Oxygen efficiency decreased. Hier war nichts mehr. Ich glaube, hier war nichts mehr. Okay, dann gucken wir da drüben nochmal. Da war nämlich noch ein Teil. Das hat man in der letzten Episode gesehen. Das war, glaube ich, hier in der Richtung, ne? Hoffe ich mal, bin mir jetzt nicht sicher. Hier sind noch Wrackteile, nehme ich die mit? Müsste ich eigentlich, ne? Aber wir haben nicht so viel Platz. Das war, glaube ich, hier oben irgendwo in dem Wald, ne? Oder? Hier wäre natürlich auch cool, eine Base zu bauen, ne? Okay, es ist ein bisschen sehr grün hier. Ein bisschen sehr algenlastig. Wo war denn das? Aber es sieht schon cool aus, ne? So mit dem Überhang und sowas hier. Ist schon nice. Und die Jungs schleppen uns hier schön die Teile ran. Ist da noch was Tolles drinnen? Ich glaube nicht, oder? Was? Ey, geh weg. Was machst du denn hier, Kollege? Hau ab. Was war denn das für ein Teil? Alter! Haben wir es jetzt langsam? Zieleine. Wenn der jetzt nochmal wieder kommt, dann kriege ich aber die Krise hier. So, ich will jetzt kurz hier scannen. Achso, ich muss das jetzt wieder. Oh Mann. Wir brauchen mehr. Ich brauche mehr Plätze hier eigentlich. Fahrzeugstation. Achso, die hatten wir schon. Okay. Der Markus definitiv nicht. Ja, ich hau ja schon ab hier. Das ist dein Platz. Ich weiß. Ich habe verstanden. Oh, da sind ganz schön viele von denen hier. Wow. Ist hier ein Nest von denen oder so? Ich finde doch das Wrackteil gerade nicht mehr. Hier liegen noch Teile rum. Wie sind wir denn hier? 700 Meter? Ne, wir sind eigentlich schon zu weit, ne? Das müsste hier irgendwo sein. Da ist es. Okay. Ich hoffe, hier ist keiner zu Besuch. Okay. Du willst auch nichts von mir hier? Ja, das kannst du mitnehmen. Das ist mir gerade egal. Ich muss nur gucken, dass ich hier aufschneiden. Schneide er mir die Tür auf. Das dauert schon ein bisschen, ne? Müssen wir auch ein Loch reinschneiden hier. Das dauert ein bisschen. Dann können wir das in der Aurora eigentlich auch machen. Vielleicht gehe ich auch zur Aurora erst dann. In die Kapitänskajüte. Jetzt muss ich anstupsen hier. Das nehmen wir mit. Können wir noch irgendwas scannen? Was Tolles? Ne, ich sehe gerade nichts. Gib mir das mal gerade auf die 2. Hier geht's noch weiter. Aber ich habe gerade nicht genug Luft. Wir müssen erstmal gerade nach oben. In die Seemotte. Welcome aboard, Captain. So. Der will auch was abhaben, ne? Ich sehe das schon. Ist hier noch was drin? Da guckt noch der Titan durch. Kein Signal. Okay, wir gucken mal. Toll. Ja, hätte ich mir das auch sparen können. Also, es gibt immer zwei Wege, so wie es aussieht, da reinzukommen. Na gut.
Wir haben ein neues PDA-Log. Wir haben wieder was gesammelt und da war das. Dann schwimmen wir mal in die Richtung jetzt wieder. Bin überlegen, wenn wir jetzt gerade schon die Sachen aufschneiden, ob wir dann einfach in die Dingens gehen. Was ist das denn für ein Teil? Wo haben wir da? Zwei. Scan. Ey, lass das. Warum bist du mal alle gegen... Geh weg. Ey, das ist kein Wrackteil. Ich glaube, ich spinne hier. Hier können wir nochmal gucken, ob wir hier noch ein paar Wrackteile finden vielleicht. Weil ich würde gerne noch ein bisschen was scannen, damit wir hier noch was bauen können. Ist denn hier noch was zum Scannen? Nee, ne? Okay, da ist nichts drin. Da ist auch nichts zu sehen. Musst du die unter Wasser mit so einer riesen Glaskugel? Da muss das Glas aber ziemlich stabil sein, weil sonst hätte ich da ein bisschen Probleme, hätte ich gesagt. Würde ich mich jetzt nicht so wohlfühlen drin. Was ist da drin? Achso, das ist die Seemotte, okay. Das war der Mülleimer. Das ist... Ah, ne, Seegleiter, nicht Seemotte. Ich bin doch doof. Hier ist noch so ein Geysir-Ding. Oder war das der Geysir sogar hier, der hier alles ausgespuckt hat? Bin mir nicht sicher. Ah, das, was ich suche, finde ich gerade nicht. Ne? Ich hätte gehofft, dass ich hier noch ein paar andere Teile finde, die wir noch gebrauchen können. Die habe ich aber leider nicht gesehen. Hier liegt noch was rum. War auch nichts Besonderes, oder? Ne, die Kisten sind zu. Die, dass man die nicht aufmachen kann, die Kisten, ne? Ups, da habe ich einen erwischt. Das tut mir leid. Da geht's wieder nach unten. Tja, jetzt wird es langsam dunkel, ne? Wo war denn? Da müssen wir hin. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Wir haben nur halbes Wasser. Ich glaube, wir schwimmen erstmal zurück. Ich guck mal, ob ich gerade noch ein bisschen Wasser finde. Da ist Wasser. Nein, hier. Oh, die Seemotte fährt schon dran vorbei. Ich nehme die auch noch mit. Oh, hier sind ganz viele. Dann kommt mal her hier. Zum Glück sind die Zyklen hier ein bisschen anders. Ich nehme erstmal alles mit, was nicht in den Nagel fest ist hier. So. Da ist nochmal Wasser. Salz muss ich noch ein bisschen mehr mitnehmen eigentlich, ne? Das Gute ist, wir haben ja den Scanner eigentlich jetzt hier. Wie viel habe ich denn mitgenommen? 4. Oh, das wird ein bisschen problematisch. Wir brauchen mehr. Mehr. Kann ich nicht mitnehmen, dann. Kann ich nicht mitnehmen. Hier ist noch ein bisschen was. So. Ich frage mich ja, wenn die verrottet sind, ob man die noch kochen könnte. Ist das machbar? Na, komm her hier. So, jetzt aber zurück zur Seemotte und dann... Ja, bereite ich mich gerade mal vor. Euch beide nehme ich jetzt noch mit, wenn ich kann. Da war noch einer. Ich habe ihn genau gesehen, da. Der war gerade doof. So, wo ist die Seemotte? Da. Da ist eine Menge Futter gesammelt. Dann müssen wir zurück jetzt und dann... Würde ich sagen, versuchen wir nochmal unser Glück in der Aurora. Ich hoffe nur, dass die Seemotte hier nicht zerlegt wird. Das wäre dann nicht so toll. Da muss ich nochmal schauen. Vielleicht finden wir die Kapitänskajüte. Und kriegen noch ein paar neue Informationen. Andererseits hätte ich gerne noch ein paar Teile. Und ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie auf die andere Seite von der Aurora, um noch andere Baupläne zu finden. Da müssen wir nochmal schauen. So, wir machen erstmal ein bisschen Essen fertig, beziehungsweise Wasser. Ich würde gerne sagen, mach alles, aber das geht leider nicht. Ich muss alles einzeln anklicken. Das ist ein bisschen blöde. Wir haben ja jetzt auch den Schneider dabei. Das heißt, wir können die Türen aufschneiden. Das wollte ich ja sowieso schon längst getan haben.
Kupfer hatten wir ja eigentlich ziemlich viel gesehen da. Da muss ich auch nochmal schauen, dass wir da noch was mitnehmen. Dann können wir nämlich noch die Solaranlagen bauen erstmal. Ich hätte aber lieber gerne das Modul, wo wir dieses Netzwerkmodul halt, ne? Dann können wir da den Bioreaktor reinbauen, weil ich glaube, den könnten wir bauen, oder? Muss ich gleich mal nachgucken. Weil der wird uns mehr Energie liefern und ich... Ja, ich muss unbedingt die Insel wiederfinden. Ich habe leider keine Boje gesetzt, ich Vollpfosten. Und ich habe keine Koordinaten. So, okay, dann gucken wir mal. So, was haben wir denn jetzt? Futtern. Trinken. Okay, wir sind wieder fit. Essen und Trinken haben wir noch. Jetzt ziehe ich noch ein 120 ist Maximum, ne? Glaube ich, ja. Ich habe zwei noch hier. Wasser geht, glaube ich, nicht mehr als 100%. Titan lasse ich mal gerade hier. Das muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Nein, dich brauche ich schon. Dich lasse ich hier. Okay, dann... Verbandskasten? Habe ich nicht dabei. Gehen wir mal einen mit reservemäßig. Und dann gehen wir kurz zur Aurora. Vor allem kurz. So. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Entschuldigung. Und schon wieder angeditscht hier. Auch zur Aurora. Dann schauen wir mal, ob wir die Kapitänskajüte finden. Das ist aber riesig, das Schiff. Da müssen wir doch nach ganz oben, oder wo müssen wir da hin? Oder gibt es da irgendwo eine Anleitung, wo wir hinfahren müssen? Bin mir da nämlich nicht ganz so sicher. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Sachen hier, die wir mitnehmen können dann. Beziehungsweise scannen können. War hier noch was oder so, was ich aufschneiden musste? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, hier war ich auch schon drin. Ne? Die Tür war offen. Da konnten wir rein. Ne, da konnten wir, glaube ich, rein. Das sind natürlich echt große Shots, ne? Also da muss echt ganz schön was rausgerissen sein. Wenn man guckt, wie groß das Ding ist, da müssen doch, ich weiß nicht, tausende Menschen drin gewesen sein? Das müssen ziemlich viele gewesen sein, auf jeden Fall. Ich finde interessant, dass wir hier so auf so einer Art Sandbank gelandet sind. Oder durch den Einschlag hat sich das alles verwirbelt. Das kann natürlich auch sein, dass deswegen hier nichts mehr ist. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Aber wir sind auch gerade so an so einer Kante gelandet, ne? Weil ein Stückchen weiter und die Aurora wäre abgesoffen in den Tiefen der... Ja, weiß nicht. Unterwasserwelt hier, hätte ich es beinahe gesagt. Rettungskapsel 12, da kommen wir nicht hin. Die ist noch zu tief. Müssen wir aber noch hin. Da ist noch Kristall. Muss ich noch mitnehmen. Kann ich jetzt aber gar nicht. Und diese, ich weiß nicht genau was, das sind Wesen, Leviathane oder sowas hier, die hier zappen können. Sind auch nicht ganz so ohne. Da ist schön das große Vieh. Ich komme nicht hier irgendwo zwischen. Ich glaube nicht, ne? Du siehst mich nicht. Ich möchte nämlich nicht gerne meine Seemotte verlieren. Können wir hier drunter durchtauchen? Können wir. Ah, hier müssen wir ja wieder lang dingsen, ne? Hier müssen wir ja langlaufen, weil wieder diese Mini-Monster hier sind oder was auch immer das war. So, sind wir jetzt da? Sind wir, aber wir sind hier nicht richtig. Warte mal, wo muss ich denn hin hier? Ich bin gerade ein bisschen... Oh. Wir müssen noch weiter rüber, okay. Ich muss nur gucken, dass ich die Seemotte hier irgendwo parken kann, wo sie nicht kaputt geht. Bin ich hier richtig? Wo war denn der Eingang? Bin gerade verwirrt. Oder bin ich schon dran vorbeigefahren? Da drüben, ich bin schon dran vorbeigefahren. Okay. Dann schauen wir nochmal, dass wir da reinkommen. Oh, 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 oh. Es wackelt immer noch alles hier. Da ist auch nichts zum Einsammeln, ne? Nee, sieht nicht so aus. Das sind noch Spitzen oder so, die total verbogen sind. Okay, wir parken mal hier. Ich hoffe, das ist okay. Ich will nicht zu... Entschuldigung. Nicht zu weit ran. Muss ich mal schauen. So. Die steht da? Ja, die steht da hoffentlich einigermaßen safe. Okay, wir machen so mal auf den Weg.
zur Aurora. Wir haben schon wieder einen Funkspruch gekriegt, okay. Und sehen mal, wie es aussieht in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.